ist echt ein verrückter Typ. Ja, ne? Was hast du denn heute gefeiert? Ja, nix, auf einmal der Vater meines Bruders. Also dein der, Vater. Genau der, also mein Bruder, ich habe mit meinem Bruder Ludolfs geguckt. Und dann die vier Brüder, die Schrottbrüder. Und dann wollte er seine Hausaufgaben machen. Also er hat sie gemacht zum Teil und dann, der soll zum Steckbrief schreiben. Und da gab es nicht so viel Informationen. Und dann hat er nicht alles gehabt. Und dann hat er halt mit meiner Mutter gezickt. Und dann war mein Vater, hat den so angestürmt, so aggressiv und dann irgendwie so und dann hat er die Polizei geholt und dann, hat aber sehr lange gedauert, muss ich sagen. Und dann waren die so da und haben so gesprochen und dann war mein Bruder da und war sehr traurig und dann, jetzt ist mein Bruder weg. Meine Oma, also lebt noch meine Oma. Und die ist ja auch einsam, ne? Mein Opa ist ja abgeamselt. Und, ne, ist ja, jetzt zum Rauchen ist zu kalt. Ist ja. Und mein Vater, der will dafür Geld haben, wenn ich das nehme. Und so, und dann, ne, ich hatte aber vorhin, mit Brötchen, mit Zwiebeln. Und das gibt Sodbrennen, also mit Jägermeister und Sodbrennen. Ich hatte ja bis vor kurzem Sodbrennen, ist, wenn man so Durchfall hat und dann brennt das. Da habe ich gedacht, das wäre Sodbrennen. Oh Gott. Ja. Und dann bin ich gerade raus und dann lag ich auf einem Schnee auf einem Rutsch und dann merke ich, wie das kalt wurde. Und dann, mit den Schnee eingefärbt, mit Körperfarben und dann. Ja, ich hab so ein Mandala gemalt. Ey, der verarscht uns doch, ey, der verarscht uns. Nein, ich hab einen getrunken. Ne? Jetzt bin ich hier und ich habe ja auch schon sehr oft versucht, Domian anzurufen. Aber der geht nie dran. Ne? Aber trotzdem ist ja auch heute Sonntag und ich habe Ice Age verpasst. Das wollte ich eigentlich mit meinem Bruder gucken. Ich habe vorher mit meinem Bruder Ludolfs geguckt und dann, war die Polizei auf einmal hier, hat im Prinzip unseren Abend verdorben. Und jetzt warum ist mein Bruder futsch, mein Vater irgendwo betroffen. Ja, mein Vater, mein ist Amok. Und Oh Gott. Ja, ich gucke gerne die Ludolfs. Ich gucke auch gerne abends, nachts, Teleshopping. Da sitzen die Leute. Nee, ich warte kurz. Man muss immer wie in der Schule immer warten, bis ruhig ist, dann erzählt man. Da sitzen immer diese drei Frauen, verkaufen Vibratoren. Aber da geht auch keiner dran. Du, das ist kein Teleshopping, das ist ein Porno. Nee, ist ja DSR, da ist viel zu viel Werbung. Da läuft immer da mit der Kelly Trump, so. Aber, ne? Oh, geil, ey. Das, was du rauchst, das will ich auch mal rauchen. Ja, nee, das war Jäger, ich bin ja Jäger. Und ich trinke nur Jägermeister. Mit Coca-Cola. Ich würde jetzt aber noch gerne Hero gehen. Oh Gott, du bist doch nicht fähig, eine Hero zu gehen. Da ich. Ja, von wegen. Es ist halt nur, sobald mein Partnerin, die das. Oh, die mag das ja nicht, wenn ich spiele. Da rastet die direkt aus. Also der ist direkt Amok. Das
So, und dein Vater ist jetzt warum bei den Polizisten? Ja, der war irgendwie, es gab eine Duell, so ein Fight zwischen meinem Bruder und meinem Erzeuger, also zwischen dem Vater, also meinem und von meinem Bruder, der Vater. Ja, also dein Vater, so. Und der ja, ist jetzt im Gefängnis. Ja, ja. Nee, noch nicht. Der ist jetzt zu Hause. Er ist gerade rein. Ich glaub, der ist betrunken. Ich weiß es nicht. Nee, ich bin betrunken. So. Nee, der guckt, glaube ich, ein Porno. Alter. Nee, aber ich hatte vorhin, mit Brötchen. Mit Zwiebeln. Ne? Und dann war ich raus. Ja. Was ist denn mit Brötchen? Ja, mit Brötchen. Totes okay, mal ganz von vorne. Wie heißt du? Mein Name ist... Jan mit Vornamen Jan. Ne? Okay, Jan. Mein Jan. Zweiter Name ist Moritz. Jan, und mein Nachname ist Fußbahn. Jan. Und wann hast du Geburtstag? Ja, morgen. In 2 Stunden. Ich kann gerne so eine Kopie von einem Personalausweis schicken. 93. Also ich werde morgen 27. Was? 17 wirst du morgen, oder? Ja, 93. Das war ich mal, wenn ich bei Kaisers, ich habe ja immer Bier holen. Und dann, die guckt immer wieder auf diesen Ausweis und fragt immer wieder, immer dieselbe Frau. Und die fragt immer wieder, wie alt ich bin. Und ich habe ja so einen gefälschten Schülerausweis, der verkauft mir auch Jägermeister. Okay, und Jan. Mein Name wird ohne H ausgegeben, nicht Jan, nur Jan. Kann okay, mich auch Jan, gerne... Jan. Ja. Welche Farbe hat dein Kühlschrank? Mein Kühlschrank, ich habe so einen kleinen blauen, da sind Kondome drin. Und halt, das ist echt so eine Box. Ja, die sind noch nicht benutzt. Die sind vielleicht abgelaufen oder zu klein. Aber. Jetzt, welche Farbe hat dein Kühlschrank? Erzähl mal. Ja, der Kleine ist blau und der in der Küche ist weiß. Mit so einem silber versilberten Griff. Okay, der ist selber weiß, ne? Ja. So, was trinkt die Kuh? Die Kuh? Ja, das kommt. Ja, das ist nicht mein Cousin. Der wird ja auch gern Bauer werden. Und weil ich am morgen Geburtstag habe, kann ich den fragen, was er seiner Kuh, ist doch so ein fettes Schwein, der Typ. Der spielt auch. Kennt jemand der Texaner, Papa Elrond? Apos. Okay. War das schon mal geklärt? Ja. Ach so, und die Kuh, ja hauptsächlich, die Kuh, die frisst viel mehr, als sie trinkt. Die Kuh, hallo. Also, die Kuh, ne? Es kommt auf die Farben an. Das kommt sowas von YouTube, Alter. Ja, ich habe auch einen YouTube-Account. Also, ist ja auch mal schön, sich zu outen. Dann oute dich doch mal. Nee, ich bin jetzt bin ich drin. Ich geh doch jetzt. Ich war vorhin raus, hier, und das, ja, ne? Also, ich bin jetzt auch richtig erregt. Ja. Ich hatte ja auch mal einen Vogel. Peter. Zwei Peterchen hatte ich. Und dann sind die irgendwann... Hauptsache, er nennt seine beiden Vögel Peter. Nee, nicht Peterchen. Peter ist der von den Ludolfs. Okay. Alles klar. Der hat meistens was Schwarzes an. Und so war versifft. Findest du also geil, sowas? Ich hab das akustisch nicht verstanden. Findest du also geil, sowas? Nee, ich hab... meine Freundin... Oh, die ist also... Ich könnte ins Detail gehen, aber da ist... Nee. Die passen deiner Freundin die Kondome nicht.
Nee, nee, mir. Da ist ja, die ist schon sehr nett, ne? Wie alt ist sie denn? 25. 25? Ja, die ist noch, also 9 Jahre älter, morgen nur noch 8. Aber trotzdem, ne? Die ist schon, ich sag immer Tiger. Schön, so. Ich muss mich mal kurz rausbauten, ich muss retten. Ja, ich auch. Wegen dir walten wir hier ohne Ende, ich glaub's ja gar nicht. Ja, ja, das ist auch, ich war ja Allianz und jetzt nicht mehr. Das war, glaube ich, auch so ein Grund. Ich war, ja, ne? Ey, ich war auch Ali. Ja, ich auch. Ich war ein Zwerg. Ne Zwerg? Ja, so ein lustiger Zwerg. Mit Schnurrbart. Mhm. Alles klar. Ja. Du lachst wie ein Hund. Wie lacht ein Hund denn? Der, wie er niest. Ich hab keinen Hund, ich weiß es nicht, aber Hunde, mit dem musst du mal Salz oder Pfeffer auf die Nase. Oh, da jaulen die. Das ist wie mit Nachtschnecken. Wenn du da Salz drauf tust, dann laufen die ein. Was trinkt nur die Kuh? Es kommt auf die Farbe an. Also schwarze Kühe sind Kaffeekühe. Braune Kühe sind Kakaokühe. Es gibt auch noch die lila Kuh, Milka-Kuh und alles Müll, also da gibt's tonnenweise Kühe. Ja, aber guck mal, wenn der Kühlschrank weiß ist, ne? Wenn der Kühlschrank weiß ist und eine normale Kuh, was trinkt die denn? Im Prinzip trinken Kühe alles. Auf Galileo haben wir Kühe, die haben mal Bier getrunken. Ja. Oh, ich hatte auch letztens Tierporno geguckt, oh, aber mit Pferden. Oh mein Gott. Gibt's auch noch mit Hunden? Okay. Boah, bist du ekelhaft. Ja, das hör ich jeden Tag. Jeden Tag. Ich gucke in den Spiegel, oh, ekelhaft. Das ist immer dasselbe. Kann auch nichts für mein umwerfendes Aussehen. Also, im Sinne von anderen, also die fallen immer, also die, ne, von dem Atem und so. Ne, aber ich, ne? Was trinkt denn jetzt die Kuh? Die Kuh, kannst du dir sonst was geben? Ich trinke alles. Also ich bin noch normal. Ist alles in Ordnung. Hallo. Ganz ruhig, ich bin noch imstande dazu, 2 Mobs zu C10 Irreführung zu geben und oben im Damage zu stehen. Verwette ich mein. Ja, ne? Verlust einfach. Kontrollschrank. Ja, das sah aus wie. Das, die sehen aus wie Brillenputztücher. Aber ich. Hab mir gleich noch ein Mettbrötchen. Weil ich mag das Sodbrennen. Da ist ja dieses sehr schöne Gefühl. Und das, da hat man wenigstens eine Beschäftigung. Nicht, dass der uns hier gleich weggibt, ey. Ey, Jan. Jan. Ja? Lebst du noch? Fick dich mit deiner Kuh. Siehst auch aus wie ein Kuh, rund und mit einem kleinen Schwanz. So. Man macht Kuhhund, Sprung. Was ist denn ein Kuhhund? Nein, ein was?